Sag mal, warum bist du so bitter, Phil? Denkst du, dass es dadurch besser wird? Bitter? Wer, ich? Ich bin ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, der gerade einen Volltreffer gelandet hat. Ich soll verbittert sein? Warum? Solange mich die Leute zufrieden lassen, fühle ich mich sehr wohl. Diese Sache gefällt mir nicht. Das Geld wird dir bestimmt gefallen. Und du bist mehr als das letzte Mal. Haben Sie hier eben einen Mann und eine Frau rauskommen sehen? Nein, es kam überhaupt kein Mensch heraus. Aber irgendwas muss doch unternommen werden. Denn was es auch sein mag, es findet am 10. statt. Und das ist genau heute in einer Woche. Nein, nein, Mr. Evans. Ich werde es nicht tun. Ich will es nicht. Ich werde sie doch noch kriegen, Mr. Evans. Hör mal zu, Mike. Ich komme schon dahinter. Joe ist gerade eben gekommen. Er sagt, Mr. Hannon würde nie wieder ein Kindermädchen brauchen. Und niemand von uns kennt diesen Evans. Und nur Sie haben mal seine Stimme gehört. Auf dein Wohl, Philip Hannon. Es lohnt sich nicht, ihm zu seinem Erfolg Glück zu wünschen. Dafür stößt er nur vor den Kopf. Ich weiß zu viel, Mr. Evans. Sie müssen mich stumm machen.